Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online, dem Spiel in Glenumbra. Seines Zeichens im Durchsturzpakt. Ne, halt Bund. Es ist der Durchsturzbund, genau. Wir haben hier gerade eine Verschwörung aufgedeckt bei irgendeinem lokaler Händler, der irgendwie mit den... Ich habe eigentlich schon vergessen, was genau war im Detail. Aber auf jeden Fall, der irgendwie mit irgendjemandem zusammenhing und dann wollten die da irgendwie den König umbringen. Das haben wir verhindert, weil wir der Held sind in dieser Geschichte. Ja, so toll ist das. Und jetzt machen wir weiter. Wir müssen irgendwie noch kurz in den Schweinedieb reden. Oder wie war das hier? Sprich mir zu Köln. Ja, genau. Dem Schweinedieb. Das ist diese kleine Nebenquest, die ich... Das war doch hier direkt, oder? Ja. Das war diese dumme Nebenquest, die hier so nebenbei war, aber... Trotzdem möchte ich die jetzt erledigt wissen. Wenn ihr etwas Verdächtiges zu melden habt, dann redet mit Hauptmann Aresin oder Leutnant Dubois. Dubois. Ich finde es hier sehr verdächtig, dass hier irgendwelche Schattenklingen durch die Landschaft rennen, die hier irgendwelche riesengroßen Effekte... Ach, egal. Hallo, Zuckrasch. Ah, jemand Neues zum Reden. Seid ihr hier, weil ihr etwas Bestimmtes wollt oder nur um Hallo zu sagen? Hallo. Achso, jetzt erinnere ich mich wieder, das ging gar nicht mehr um die Schweine. Die Schweinegeschichte hat sich komplett erledigt, aber wir haben in der letzten Folge haben wir ein Schwein verfolgt und es hat an irgendwelchen seltsamen Wurzeln rumgenagt. Interessanterweise sehen die Wurzeln sehr, sehr, sehr ähnlich aus dem, den wir schon im Ebenherzpakt gesehen haben. Was wiederum interessant ist, weil das scheinbar ein Anzeichen dafür, für das Tun des Wurmkults ist. Weil aus irgendwelchen Gründen lässt der Wurmkult irgendwelche lustigen dunklen Wurzeln wachsen, was ich meiner Meinung nach total unlogisch ist. Weil das eine erkennbare Signatur hinzuhinterlassen scheint mir nicht gerade die beste Idee zu sein. Aber was weiß ich schon, Verschwörung. Also die wissen das sicherlich besser, sind ja Profis, die Leute. Egal, hier wickeln ja genau, dornige Ranken. Ja, das ist halt dornige Ranken. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Eine seltsame Ranke? Ungewöhnlich dick und mit Dornen überzogen? In der Stadt? Trollsohn! Ich habe solche Ranken im Norden gesehen. Sie stehen mit dem Blutdornkult in Verbindung. Ein klares Zeichen, dass der Kult das Land verdirbt. Schön. Na gut, du kannst abschließen. Na gut, das war jetzt. Hütet euch vor diesen Ranken! Wo immer sie auftauchen, ist der Blutdornkult nicht weit. Ja gut, das ist jetzt nichts Neues. Wir haben gerade erst einen Anschlag auf den König von dem Blutdorn-Typen vereitelt. Insofern ist es relativ logisch, dass sie hier irgendwo rumhängen. Das hätte man sich auch vorher denken können. Na gut, ich habe weitere Fragen zu diesen Ranken. Nun, trödelt nicht so herum. Stellt eure Fragen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Das erinnert mich an meinen alten Physiklehrer, den ich hatte. Weil das ist wie, wo ich gerade so in den höheren Klassen war, kam das gerade so in Mode, so eine Sätze zu sagen wie, ich habe da mal eine Frage. Das ist... Für den habe ich das, dass mich sowas auch mega gerne, wenn Leute erst ankommen. Ich habe eine Frage. Ja, schön, dass du das gerade announced hast, dass du eine Frage hast. Ist mir egal, stell dir eine Scheißfrage einfach. Der hat sich darüber mal richtig aufgeregt. Der hat, glaube ich, mehr Zeit damit verbracht, die Frage, sich darüber aufzuregen, dass Leute so eine Sätze sagen, als die eigentliche Frage zu beantworten. Aber es war echt... Das ist echt nervig, finde ich. Wenn Leute irgendwie so ankommen mit... Ich habe da mal eine Frage. Oder... Darf ich etwas fragen? In so einer Situation, wo eigentlich völlig klar ist, dass Sachen gefragt werden. Egal, ihr erzählt mal was mit Blutdornkult. Wir wissen eigentlich meiner Meinung nach schon alles, aber fragen nochmal. Sie sind Todesmagier, die von dem verfluchten Reikmann Angoff, dem Grabessänger, angeführt werden. Den kenne ich. Ich habe gehört, sie haben im Norden von Glenumbra für Ärger gesorgt. Sie müssen dreister geworden sein, wenn sie jetzt auch in Dolchsturz ihr Unwesen treiben. Freust du dich auf Orsinium, Bernie? Das ist ganz witzig. Also, das ist tatsächlich, hat mir Sandra Orsinium groß angepriesen, weil das schon ja auf dem PTS ist. Also auf dem Public Test Server. Ich persönlich weiß überhaupt nichts über Orsinium. Ich werde mich da überraschen lassen. Ich werde in der nächsten Runde. Ich werde in der nächsten Session, also nächste Woche, werde ich mit Sandra, glaube ich, irgendwelche Gruppendungeons machen. Oder was habe ich denn? Ich habe was mit ihr vereinbart. Ich habe schon wieder vergessen, was. Auf jeden Fall meinte sie, sie hat so ein paar Leute zusammengeschart und wir machen dann, also nächste Woche ist noch ein längerer Stream, weil wir machen ein paar Gruppendungeons, das dauert natürlich länger. Aber über Orsinium direkt, keiner, ah nee, wir wollten Karkstein machen, glaube ich, weiß ich nicht mehr genau. Wir haben irgendwas gesagt und wir wollten uns für irgendwas treffen und das machen wir das auch. Aber das ist relativ egal, weil ich werde wahrscheinlich sowieso wieder eine Apache-Foto genommen und dann treibe ich mich durch. So, jetzt hier mal ein bisschen über Angoff, außer dass er mittlerweile in Kalthafen rumsteht, wie wir bereits wissen, aber naja, alternative Realität. Angoff ist ein Reikmann, einer von diesen magisch verfluchten Wilden. Von der Grenze zu Bankorei. Aber er ist noch mehr als das. Er ist ein Nekromant. Sie nennen ihn Grabessänger, weil er einen Pakt mit dem dädrischen Fürsten Molag Bal geschlossen hat. Ist das jetzt eigentlich so eine Besonderheit, Nekromant zu sein? Also irgendwie, es kommt mir so vor, als wäre jeder zweite Nekromant. Das ist irgendwie nicht mehr hervorhebenswert. Und das ist Nekromantie. Das ist, also zumindest zu Zeiten Morrowinds, da war Nekromantie, glaube ich, nicht mal so böse angesehen. Also zumindest hat er sich keiner gewundert, wenn du mal kurz Skelette wieder erweckt hast. Ja, jetzt immer der Haken auf der Gute. Ja gut, Pakt mit Molag Bal, das hat in dieser Zeit ja sowieso jeder einen Pakt mit Molag Bal, das ist auch nichts Besonderes eigentlich, da muss man schon mehr Alleinstellungsmerkmal haben. Egal, erzähl mal was über die Ranken, mein Freund hier. Angoff und der Blutdornkult verwenden sie für ihre üblen Zwecke. Wenn ihr die Ranken irgendwo seht, heißt das üblicherweise, dass der Kult in diesem Gebiet aktiv ist. Die Ranken breiten ein böses Gift durch den Boden aus. Es ist eine widerliche Substanz, die alles tötet, was sie berührt.
das Gift, was die Ranken aus... Hat das Schwein nicht davon gefressen? Das ist jetzt aber schlecht, ne? Das ist, dann ist wahrscheinlich... Wie ist das Schwein? Schleckermaul? Das ist dann wahrscheinlich jetzt schon sehr tot. Naja, was soll's. Schönen Tag noch. Ha. Warum ist der Chat jetzt hier nicht dauerhaft offen? Hallo? Also, das ist, ich weiß nicht, was der Chat hier macht. Also, das ist... Das nervt mich gerade ein bisschen. Also, ich kann selber nichts im Chat schreiben. Da, offensichtlich. Kann ich nicht. Ach, ich kann hier rein reinklappen. Hey. Warum habe ich jetzt eine Maus? So, jetzt aber. Ich habe vorhin noch was rum... Nein, das ist er wieder da und ich kann trotzdem nichts schreiben. Warum kann ich eigentlich nichts schreiben im Chat? Das ist echt hohl. Hm. Also, ich... Nein, nein, es bleibt weg, komischer Chat. Das interessiert mich nicht. Jetzt habe ich ihn gerade geklickt. Ah, ja. So. Betritt die Spindeltiefen. Grüße. Grüße. Was war denn unser Hauptquest jetzt? Verdammt, warte mal. Warum habe ich jetzt... Mann! Also irgendwas geht hier richtig schief. Ich glaube, muss ich... Warte mal, ich könnte... Nein, ich kann ja nicht mal... Nein, ich kann nicht mal Reload UI eintippen. Also irgendwas klappt hier nicht, weil... Guck mal, ich habe meine Maus. Und ich sollte meine Maus nicht haben. Und ich weiß nicht, warum ich meine Maus habe. Achso, ich kann... Ach, das ist... Seid gegrüßt. Ich kann mit Alt kann ich einfach die Maus aufmachen. Na gut, ich... Also irgendwas geht hier schief. Irgendwas funktioniert nicht so, wie es soll. Wie dem auch sei, das ist... Ich werde hinterher mal kurz das Spiel neu laden. Und dann passt das auch. So, warte mal, ich bin jetzt gerade ein bisschen questlos. Ne? Ich könnte mir jetzt die Spindeltiefen angucken. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Das ist ja aber nur eine Quest für die Unerschrockenen. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Was habe ich denn hier noch? Kurator Nikolas? Hier war ich noch. Batman's Hollow. Es ist die Erntezeit. Ach komm, das ist sowieso ein Ding. Wir rennen jetzt einfach hin in die Richtung. Spindeltiefen ist der Gruppendungeon in Globenrei. Ach, verdammt. Aber der ist Level 50, Sandra. Schaffe ich den vielleicht alleine? Also, ich meine, der ist wirklich nur Level 50. Das müsste doch eigentlich machbar sein für mich, oder? Warte, ich muss in die falsche Richtung. Mann, das ist mega nervig, dass ich das zweimal klicken muss. Und was habe ich gemacht? Also mein Interface ausblenden, was ich irgendwas getan. Ihr seht euch besser vor. Ja, apropos besser vorsehen, mir fällt gerade ein. Ich müsste mal wieder Leute. Ich muss mal wieder Leute aussaugen. Mann, diese dumme Maus. Warum bleibt die jetzt immer da? Was soll denn das? Ja, ich werde gleich mal reloggen und dann passt das wieder. Das Schlimmste sind die Spiele, die sich so eine Einstellung merken. Also auch über Relogs hinaus. Wenn du irgendwie was verstellt hast und du weißt nicht richtig, was du gemacht hast, wie zum Beispiel gerade mit meiner komischen Maus. Weil jetzt immer, wenn ich ein Menü aufmache, behalte ich meine Maus. Auch wenn ich aus dem Menü wieder raus bin. Was normalerweise nicht der Teil ist. Ich muss ich mal Alt drücken, um meine Maus wieder zu kriegen. Welches Spiel war das? Planet Side war das, wo da konnte man auch Alt drücken, um seine, Maus zu haben, um im Menü rumzuklicken. Da war das sinnvoll, aber hier ist... Naja, was will ich denn da unten klicken? In den Chat aufpoppen oder was? Die werden auf deinen Level skelett. Verdammt, dann schaffe ich das wohl nicht alleine. Na gut, dann muss ich das vor der Angriff der Bäume? Komme ich hier runter, ohne zu sterben? Vielleicht. Ich habe einen Freeview. Ah, nee, das schaffe ich gar nicht. Nein, ich bin tot. Fuck. Scheiße. Fallschaden, 15. Oh, verdammt. Hätte ich meinen Waffen vorher gegessen, hätte ich das überlebt. Nein! Verflucht! So, im Nachhinein ist die Mauer doch ganz schön hoch. So. Renne ich jetzt wissen richtig? Nein, ich renne falsch. Ich muss auf der anderen Seite. Nein! Ich bin nur noch umsonst in den Tod gesprungen. Warte mal, kann ich vielleicht irgendwie unten. Ja, ich sehe mich gleich schnell reisen. Weil. Ich ahne nämlich, dass. Ja, ich will nämlich. Hä? Jetzt ist das Ding auch weg. Ach so, das war. Ah, hier. Ich hätte nämlich, glaube ich, da oben die Brücke lang rennen und da lang, um da hinzukommen. Verflucht! Nein! Ach, das ist ein Elend. Ja gut, wir können jetzt einfach kurz einmal hier in der Küste lang schippern und dann da hinten uns den Stein holen. Da ist noch eine andere Quest, die können wir auch machen. Also die Gruppen dann auf mein Level skaliert, wenn das natürlich sehr ärgerlich. Aber da steht Level 50 dran, Sandra, auf der Quest. Das ist, die ist mega unterlevelig. Ey, was ist denn mit diesen Bots hier los? Das sehe ich nicht. So, wirklich. Warum sind die immer so zahlreich? Also, sonst kommt ja mal so einer jede Stunde, aber diesmal... Das sah aus, würde eine groteske Leiche liegen. Diese lustigen Spammers, ich frage mich auch, warum. Ich meine, Twitch ist so. Prinzipiell würde Twitch, glaube ich, viel erreichen, wenn sie einfach sagen würden, alle Chats, die geschrieben werden, wo so ein Goggle-Link mit drin ist. Ich meine, wann verwendet man die so normal? Eigentlich nie. Beim Chat kannst du ja auch einen richtigen Link posten. Würde einfach sagen, dass jeder Goggle-Link einfach direkt, dass das gar nicht erst in den Chat kommt. Dann hätten wir das ein großes Problem schon gelöst. Vor allen Dingen, diese lustigen Chatbots, ist das. Also, die Links sollen ja irgendwie wir nicht halten. Ich habe keine Ahnung, wie wer das wahr ist. Und eigentlich bin ich ja meinig, dass heute. Oh, will ich jetzt hier echt rumschwimmen? Ich werde gerade. Okay, ich möchte nicht rumschwimmen, weil ich gerade von irgendwelchen dummen Schlachterfischen angegriffen werde. Schlachterfischangriff, 21.000 Damage. Aua! Okay, man kann also nicht einfach so schwimmen, wie man lustig ist. Das hatte ich doch schon mal, dass ich irgendwann von Schlachterfischen angegriffen wurde, oder? Aber das Schöne ist, der Wegpunkt. Das hätte ich gleich beim ersten Mal machen sollen, zum Wegpunkt porten. Nicht jetzt. Na gut, was soll's. Also ich habe heute noch nichts erreicht, außer zu sterben und kurz mit einem Ork-Wissenschaftler bzw. Ork-Zauberer zu reden. Guck mal, jetzt habe ich 19.000 Lebenspunkte. Jetzt würde ich den Fall da überleben. Ich werde für immer leben. Oder bei dem Versuch sterben. Oh Mann. Das ist ja... Achso, das ist der Weihgut der Finsternis?
Das ist aber nicht die... Das ist ein Single Dungeon, oder? Weil das gibt Plus dran. Es war doch so, dass das... Dass Orte mit Achso, ich habe ja so gesagt. Ne? Dass Orte... Also das sind ja Höhlen, das Symbol, was ich dir gerade vorne hoch zureife. Und die Dinger, die kein Plus dran haben, das sind keine Gruppendungeons. Stimmt's? Oder habe ich recht? Wie war das mit... Ich habe jetzt genug Lebenspunkte, um so einen Sturz zu überleben. Nein! Ja. Aua! Nein, nicht nochmal runterfallen. Warum sich gegen Rippen? Das könnte ich überleben. Ich versuche hier über... Ach, hier unten steht jemand. Bruder Gaubert. Aha. Hallo, Bruder Gaubert. Grüße in seinem Namen. Wir sind immer froh, wenn sich uns neue Gesichter anschließen. Ich frage mich auch, was ich mit ihm richtig ist. Er sieht hier gerade eine Hochelfe vor sich stehen, die in voller Rüstungsmontur in Highgear rumsteht und denkt, dass ich mich irgendeiner Glaubensgemeinschaft anschließe. Weigrund des Finsteren ist das öffentliche Verlies. Ach so. Ich renne jetzt einfach mal rein, mal gucken, was passiert. Ja, woran soll ich denn bitte schon teilnehmen? Na, am Erntefest natürlich. Geht rein und seht es euch selbst an. Sprecht mit Kurator Nikolas, wenn ihr an den Festivitäten teilnehmen wollt. Aha. Das klingt richtig friemig, wenn sie fällt. Ja, das ist... Ja, mein Charakter sagt ja auch sonst nicht viel. Das sind halt generische Töne. Im abgelegenen Hain, der Zweigrund des Finsteren bekannt ist, haben sich Einheimische für ein Fest versammelt, das dem Finsteren, dem alten bretonischen Gott der Missernte, besänftigen soll. Der Tradition nach wird dieses Glück und Reichheit der Ernte bringen. Ah ja, grimmig, wobei frimmig ein lustiges Wort ist. Das klingt grimmig, naja, eigentlich sagt er so ein... Bisschen wie so eine Katze, die man auf den Schwanz tut. Also, so partiell, ne? Ich weiß nicht. So schlimm finde ich es nur auch nicht, das Geräusch. Könnte schlimmer sein. Man hört es ja zum Glück relativ selten. Das ist... Ich werde ja zum Glück nicht so oft angegriffen. Meistens bin ich ja derjenige, der angreift. Oder diejenige in diesem Fall. Aber habe ich irgendwie die Renderdistanz runtergestellt? Das fällt mir gerade richtig negativ auf, dass ich irgendwie nur 5 Meter weit gucken kann. Warum habe ich meine Sichtweite auf 37? Die hatte ich doch schon mal auf dem Meer. Ich glaube, ich kann mir auch mal ein bisschen... Ich könnte mir wahrscheinlich mal ein bisschen mehr Grafiken geben. Ja, komm. Machen wir mal mehr Sichtweite und hoffen, dass es sich nicht so sehr für die Performance auswirkt. Wie jetzt? Das geht nicht, Freunde. Also ich bin gerade in eine Höhle gegangen, die in einen Stein reinführt. Und jetzt ist hier auf einmal... Hä? Wo bin ich? WTF? Das ist echt hohl. Wo bin ich denn jetzt? WTF? Das ist auch schon wieder eine Traumwelt, oder? Das ist so ein dietrisches Reich, das sehe ich doch. Mann. Noch sieht es ja sehr freundlich aus, oder? Leute, die trinken... Seid gegrüßt. Rüber. Von mir aus können sie so viel Äpfel und Korn opfern, wie sie wollen, solange sie den Wein in Ruhe lassen. Ah ja. Ich frage mich ja, ob gute Voice-Aktoren... Was für ein wunderschöner Tag. Das ist ein Portal. Wir hätten uns kein besseres Wetter für das Fest wünschen können. Ja, vor allen Dingen, weil außerhalb... Das funktioniert nicht, Freunde. Da macht die Physik nicht mit. Aber wahrscheinlich ist Physik sowieso nur so eine grobe Richtlinie, an die sich keiner hält. Willkommen zum Erntefest. Ist dies euer erster Besuch im Weihegrund des Finsteren? Kann man so sagen. Der Finstere ist einer der alten Götter, die Quelle allen Zwists und der Gott der Missernten. Laut der örtlichen Traditionen sorgt es für eine gute Ernte, wenn man ihn beschwichtigt. Abergläubischer Unsinn, aber ein hervorragender Vorwand für ein Fest. Ein Vorwand für ein Fest? Dass Leute auch nie in der Lage sind, einfach so Fest zu feiern, das ist mir schon mal aufgefallen. Also in Real Life mehr oder weniger, dass es mit Kumpels halt, dass irgendwie da auch keiner wieder in der Lage ist. Mal, ja, wir treffen uns heute Abend alle und trinken mal eine Runde. Das ist irgendwie immer schwierig, man braucht immer irgendeinen Ansatz. Na gut, wie? Erst sammeln wir Körbe voller frischer Äpfel und Säcke mit gesundem Getreide. Dann verbrennen wir sie zu seinen Ehren auf dem Opferaltar. Danach kommt dann das Festmahl. Helft uns beim Sammeln der Opfergaben und ich sorge dafür, dass ihr einen Ehrenplatz bekommt. Ich soll Opfergaben sammeln. Also irgendwie warte ich hier immer noch auf den finsteren Twister. Vielleicht kommt... Nee, doch ein Twist. Ja. Jetzt twiste gerne. Mögen unsere bescheidenen Opfergaben Sheors Gnade über uns bringen. Dann feiern wir. Wer ist denn jetzt schon wieder Sheor? Verdammte Hacke. Was? Du spielst einen weiblichen Char. Warum verstehst du nicht deine Stimme bei diesem LP? Wenn das dann so klingen würde, dann klinge ich wie die Frauen aus Monty Python. Das ist scheiße. Oh, jetzt kann ich... Meine Stimme ist gerade sowieso ganz schön am Arsch. Ich kann nicht mal die Stimme richtig machen. Also, gestern Abend ging das auch besser, wo ich eine andere Gelegenheit dafür hatte. Na gut, ja. Glaub, der hat doch gerade gesagt, dass er es nicht glaubt, verdammte Hacke. Was ist denn das für eine dämliche Frage? Wie ich schon sagte, es ist wahrscheinlich nur ein Aberglaube. Doch wie mein Großonkel Nikodemus immer sagte, schaden kann es nicht.
Was, eine Höhle in einer Höhle? Ich bin verwirrt. Bruchtempel, Bruch einer Matrix? Nicht nur das. Also das machen die Level-Designer von ESO aber andauernd. Du rennst in irgendeiner Elitenruine, die unter der Erde ist, und dann siehst du in der Ruine, nachdem du so 5 Türen hinter dir hast und 5 Treppen runtergelaufen bist, siehst du auf einmal irgendwo in der Decke riesengroße Löcher, wo Sonnenlicht reinscheint, obwohl du A, in der Nacht reingegangen bist, und B, dass man die Löcher ja irgendwo von außen sehen müsste, aber wenn man wie man ein bisschen der Karte folgen würde, bist du gerade aktuell irgendwo unter dem Meer oder so. Das funktioniert alles gar nicht. Na, ja, scheinbar, ja, Fremde, vielleicht opfert man die Fremden. Wir sind freundliche Leute hier im Weihegrund. Wir teilen unsere Traditionen mit allen, die sie respektieren. Und es tut immer gut, ein neues Gesicht am Tisch zu haben. Ah ja, und vor allem die Tatsache, dass das hier das öffentliche Verlies ist, gibt mir auch sehr zu denken. Also ich warte nur, dass hier irgendwas passiert. Außer, ach, hier sind die Äpfel. Also ich ahne ja schon, dass ich gleich wie so ein Spanferkel mit einem Apfel aus... auf was? Zwei Äpfel? Eine... Achso, warte mal, falsche Quest. Sammelt... Achso. Sammelt etwas Getreide. Na gut, das steht da vorne. Ich bin aber nicht gespannt, was gleich passiert. Ob ich irgendwie das Anhänger des Finsteren... Das ist die also Leute, die sich Anhänger des Finsteren nennen, sind normalerweise nicht besonders vertrauenswürdig, oder? Getreide? Boah, steht da ruhig in der letzten Ecke. Wirklich. Er steht dann sein Getreide hier hinten hin. So, okay. Vor allen Dingen, warum ist hier... wie? Hallo? Ah, die Sichtweite ist immer... Warum ist das hier alles so lila? Ich habe die Sichtweite gerade extra hochgedreht. Was ist das hier eigentlich für ein lustiges Portal? Portal in den Weihegrund des Finsteren. Ich denke, ich bin schon im Weihegrund des Finsteren. Gibt's hier noch den Weihegrund des Finsteren 2.0 oder was? Sonst ist es vor allen Dingen für Schriftrollen. Ich bin mal gespannt, was jetzt gleich passiert. Sehr langsam. Schaut das hier um nie zu. Brüder und Schwestern, der Neuling hat dem Finsteren ein Opfer dargebracht. Feiert mit mir. Der Neuling? Aber was heißt hier, Schaden kannst nicht hier Weizens verbrennen? Wusstet ihr, dass das Reinheitsgebot größtenteils eigentlich deswegen existiert, weil man einfach Finsterer, wollte... strenge Hand der Ernte, Meister von Fäule und Überfluss, komm ich zum Tun. Nehmt dieses Geschenk an, nährt euch und werdet stärker. Nährt euch und werdet stärker? Mögen sein Hunger niemals gesättigt sein. Mögen seine Wurzeln immer tiefer wachsen. Wurzeln? Auf jeden Fall, das deutsche Reinheitsgebot existiert deswegen, damit die Bauern nicht irgendwie alles zu Bier brauen, sondern nur bestimmte Sachen. Das ist sehr schlau gewesen damals, weil anscheinend gab es davor schon Fälle von Hungersnöten. Ach, Sariella Breton ist auch da, Meisterin der Zauberei. Weil es früher irgendwie Fälle gab, dass die Leute einfach vor Alkohol einfach alles verbraut haben und dann nichts mehr zu fressen hatten. Das ist scheinbar ein Problem, weil Bauern kurzsichtig sind. Deswegen muss man da einen großen Erlass machen, dass wir jetzt Reinheitsgebot haben. Leckerer Burnout-Braten. Ja, das sehe ich auch schon kommen. Gute Arbeit. Als letzten Schritt müsst ihr Erde über das Feuer streuen. Warum keine Erde? Was stelle ich eigentlich immer für dumme Fragen? In den Legenden heißt es, so wie die Feldfrüchte sich von der Erde des Weihegrunds nähren, so nährt sich auch der Finstere. Außerdem ist es eine Tradition. Tut uns den Gefallen. Es ist eine Tradition. Ja gut, wo finde ich denn hier Erde? Feuer? Ah gut, anscheinend habe ich Erde schon ertan. Zack, und woanders hingeportet. Das war ja so klar. Ach so, das ist denn. Ach, dafür ist das Portal da. Ja, das bricht aber ein bisschen die Stimmung, dass hier einfach miteinander. Oh, guck mal, eine Schlange. Dass hier einfach ein Portal steht, was einen wieder nach rausbringt. Es ist Erntezeit. Auf einmal ist es hier doch ein bisschen fett. Sind wir jetzt unter dem? Wir sind, glaube ich, unter dem Baum, oder? Wie kann der Baum eigentlich leben? Das ist ein verrücktes Opfer. Verrücktes Opfer? Ah ja. Nett. So viel zum Thema, ist das nur eine harmlose Tradition. Ja, ja, ja. So, bist du denn, meine Liebe? Ihr gehört nicht zu ihnen. Bitte. Ihr müsst mir helfen. Tja, was geht hier vor sich? Ach, schön. Helft mir, mich von diesen Wurzeln zu befreien. Dann werde ich alles erklären. Ja, warum nicht jetzt? Selbsterhaltung. Erst die Wurzeln, dann die Antworten. Das ist ja berechnend. Der tote Schröter da drüben. Ich habe ihn getötet, bevor die Wurzeln mich packten. Schneidet ihm die Feuerdrüse heraus und verbrennt damit diese Wurzeln. Beeilt euch. Die Wurzeln haben dich gepackt, das macht mir irgendwie gerade ein bisschen Sorgen. Welcher Schröter eigentlich? Ach da, dieser hier. vor allen Dingen, warum brauche ich immer die Feuerdüse für so einen Schröter? Ich habe doch selber hier Feuer. Das ging ja auch irgendwie leichter. Also ich brauche ja sowas nicht unbedingt. Na gut, und Wurzeln verbrennen. Mit ihr drinne? Warum macht das hier seltsame Geräusche, wenn ich Wurzeln abbrenne? Das macht mir irgendwie Sorgen. Nun gut, wie dem auch sei. Wir sind bei nächster Folge online in der dunklen Höhle des Finsteren, was ja irgendwie doch schon ganz interessant zu werden scheint. Ach, wie schön. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.